Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und heute geht's weiter mit Dragon Age Inquisition. Und ich befinde mich in der verbotenen Oase und bin dabei, die sogenannte Spiralmine zu erkunden. Genau. Da geht's jetzt weiter. Untersuchen. Nachricht des Abtrünnigen. Okay. Hab keine Ahnung, ob ich hier schon sein sollte oder nicht, oder das erst durch eine Quest oder so lieber erkunden sollte. Jedenfalls bin ich schon mal hier gelandet und dann möchte ich mich doch auch umsehen. Auch wenn es nur dazu dient, dass ich hier Licht mache. Kratzen im Hals. Elisabeths Karten. Ja, hier unten war ich schon mal. Ach, da kommen Gegner. Okay, vielleicht spiele ich ein bisschen mit Solas weiter. Gefundene Samen. 6 von 18. Ja, was nun? Was nun? Ich glaube, ich sollte einfach in den Story Quest weitermachen. Beziehungsweise Nebenquest der innere Kreis. Dann machen wir da erstmal weiter. Was? Wo soll ich denn hin? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Bring Cassandra das letzte Kapitel von Schwerter und Schilde. Das wird hier nicht angezeigt, aber das ist auf jeden Fall in der Himmelsfeste, denke ich mal. Cassandra, die heimlich die Bücher von Warwick verehrt.
Und für Sie habe ich jetzt die letzte Ausgabe des Buches von den Abenteuern von Warrick. Und das bringe ich ihr jetzt. So. Wo ist denn die gute? Was? Spezialisierung des Inquisitors? Nutze den Kartentisch. Gucke ich gleich mal. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Das hier war alles, was ich mir erhofft hatte. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen. Falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Ja. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, Inquisitor. Liliana erhält immer wieder Berichte über besessene Magier und abtrünnige Templer. Doch es gibt niemanden, der dem nachgeht. Ich hatte gehofft, wir könnten uns damit befassen, bevor es noch schlimmer wird. Ja, natürlich. Wir können dem nachgehen. Sobald ich von derartigen Vorfällen höre, werde ich die Orte auf der Karte markieren, Inquisitor. Außerdem würde ich euch gerne begleiten, wenn ihr der Sache auf den Grund geht. Gut, gut. Nachforschen. Erzähl mir von euch, erzähl mir von den Suchern, Kirche. Ihr seid also eine Romantikerin. Also, dieses Buch, das ihr gelesen habt. Ja, was ist damit? Unter eurer harten, wortkargen Schale schlägt also ein wahrhaft romantisches Herz. Und warum klingt das bei euch wie eine Beleidigung? Romantik ist mehr als das fiedrige Schmachten zarter Damen in Rüschenkleidern. Sie bedeutet Leidenschaft. Sie bedeutet, im Streben nach einem Ideal aufzugehen. Was daran könnte man denn bitte schön nicht mögen? Ich mag das. Ihr fügt überhaupt nichts. Es kommt nur unerwartet. Ihr vergoldet. Soll ich das? Nee, ich will eigentlich es mit jemand anderes. Ein wenig unerwartet. Ich bin auch nicht sonderlich erpicht darauf, wie jemand zu wirken, der von leidenschaftlichen Küssen träumt. Ist dem denn so? Träumt ihr davon? Das wird mich ewig verfolgen, nicht wahr? Okay, wir haben, glaube ich, neue Quest bekommen. Ihr leistet gute Arbeit, Boss. Mir gefällt, wie sich diese Inquisition entwickelt. Lasst uns doch einfach mal einen trinken, wenn ihr etwas Zeit habt. Dann stelle ich euch die Sturmbullen vor. Das wäre schön. Nachforschen. Ich wüsste gern mehr über eure Arbeit für die Benasrat.
Benners Rat ist eigentlich nur ein Oberbegriff. Es gibt die Ermittler, die Schwierigkeiten innerhalb unseres Territoriums auf den Grund gehen. Es gibt die Umerzieher, die sich um Leute mit Problemen kümmern und ihren Verstand wieder gerade rücken. Oder sie verschwinden lassen. Und dann gibt es noch die Spione. Und ihr seid ein Spion? Mehr oder weniger. Jetzt vermutlich schon. Aber das war nicht von Anfang an so. Ich wurde nach Seheron entsandt, weil sie jemanden brauchten, der Kämpfen und Problemen auf den Grund gehen konnte. Aber die gesamte Insel war ein einziges Problem. Überfälle aus Tevinter, die Telverschoff und einheimische Rebellen, die gegen beide kämpften. Und mittendrin ich versuchte, die Rebellen zu erledigen und die Ordnung wiederherzustellen. Ich nehme an, das war alles andere als leicht. Nein, war es nicht. Ich habe eine Menge Rebellen zur Strecke gebracht. Und eine Menge Freunde an die Vince, die Nebelkrieger oder die Telverschoff verloren. Dann bin ich eines Tages aufgewacht und wusste keinen verdammten Grund mehr, warum ich weitermachen sollte. Also habe ich mich den Umerziehern gestellt. Mhm. Aber ihr wusstet doch, was die Umerzieher mit ihren Gefangenen gemacht haben. Ja, wusste ich. Ich wollte, dass sie mit mir dasselbe machen. Ich wollte, dass sie meinen Verstand wieder in Ordnung bringen. Die Benners Rat befahlen mir, nach Orlais zu gehen, mich als Telverschorf auszugeben und im Geheimen zu arbeiten. Und so bin ich letztlich hier gelandet. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Bulle. Ich auch. Lasst es mich wissen, falls ihr je das Bedürfnis habt, weiter über das alles zu sprechen. Ach was, das ist lange her. Trotzdem danke. Mhm. Was habe ich denn da freigeschaltet? Moment. Schön, euch zu sehen. Nochmal sprechen. Sheraton Kurani. Also, wie seid ihr zu dem Namen Eiserner Bulle gekommen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Wir haben unter dem Kuhn keinen Namen, sondern nur, ich weiß nicht, Berufsbezeichnungen, schätze ich. Also gab ich mir selbst den Namen, der Eiserne Bulle, als ich nach Orlais kam. Aber warum diesen Namen? Aber warum ausgerechnet Eiserner Bulle? Es mag euch vielleicht überraschen, aber ich schlage wirklich gern auf irgendwelche Dinge ein. Außerdem heißt es genau genommen der Eiserne Bulle. Ich mag den vorangestellten Artikel. Dadurch klingt es, als wäre ich überhaupt keine Person, sondern nur eine seelenlose Waffe, ein Werkzeug der Zerstörung. Und das ist ganz nach meinem Geschmack. Könnt ihr mir mehr über Seheron erzählen? Es war ein verdammt übler Ort. Der wurde noch übler, als ich weggegangen bin. Mit den Nebelkriegern, den Telverschoff, meinem Volk und den Vincen hatte man Glück, wenn mal ein Tag ohne Blutvergießen vergangen ist. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir etwas über die Tevinteraner, gegen die ihr gekämpft habt. Die Winds haben jeden Herbst Truppen nach Seheron entsandt. Ich schätze, sie mochten wohl die Sommerhitze nicht. Wir hatten einige gute Kämpfer an den Stränden. Wir standen im knietiefen Wasser mit blutroten Schaumkronen und brennenden Schiffen um uns herum. In den Städten war es schlimmer. Wollt ihr einen kostenlosen Rat? Lasst nicht zu, dass die Inquisitionstruppen in Stadtkämpfe verwickelt werden. Warum hasst ihr die Truppen Tevinters so sehr? Was macht sie so schlimm? Es sind nicht ihre Armeen, sondern ihre Spione. Sie haben Seheron ständig im Blut getaucht, indem sie Loyalisten ermordeten und Rebellen unterstützten. Alarm zum Beispiel hatte keinen Stadtverwalter. Niemand wollte diesen Posten, nachdem die letzten vier Verwalter innerhalb eines Jahres gestorben waren. Dass man versucht, ein Land zu erobern, ist eine Sache.
Aber dafür zu sorgen, dass niemand dort leben kann, das ist einfach nur beschissen. Boah, so viel zu erfragen. Was könnt ihr mir über die Nebelkrieger erzählen? Sie waren die Schlimmsten unter den Rebellen. Ihre Spezialität waren heimliche Angriffe. Sie haben diesen Nebel erzeugt. Ich habe nie irgendwelche Magier gesehen. Also denke ich, es war Alchemie. Sie waren darin nahezu unsichtbar. Einmal war ich auf dem Marktplatz auf Matronia, als der Nebel aufkam. Es gab nicht das geringste Geräusch und zack, war die Hälfte meines Trupps tot. Das klingt beinahe, als würdet ihr sie bewundern. Sie haben kein Gift verwendet, keine Zivilisten verletzt und sie waren verdammt gute Kämpfer. Das muss man respektieren. Außerdem setzten sie den Winz ebenso schwer zu wie uns. Zu hören, wie irgendein verängstigter Magister im Nebel "Meine Sklaven! Wo sind meine Sklaven?" schreit, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Erzählt mir von den Tervishoth. Wenn Kunari mit den Kämpfen in Zeheron nicht klarkommen oder den Glauben an das Kun verlieren, werden sie abtrünnig. Sie fliehen in die Wildnis und werden zu Banditen, die jeden angreifen. Sie sind grausam und wild. Man muss sie sich nur ansehen, um zu verstehen, warum ein Volk das Kun brauchte, um zivilisiert zu bleiben. Aber ist das nicht genau das, was ihr getan habt? Hey, als es mir zu viel wurde, bin ich nicht abtrünnig geworden. Ich habe mich gestellt und bin dahin gegangen, wohin mich die Ben Hasrat schickt. Ich erfülle hier draußen meine Aufgabe und diene dem Kun. Ich bin kein dreckiger Bandit. Ich habe nichts mit ihnen gemein. Komm, jetzt das letzte noch. Wie ist die Lage für die ursprünglichen Bewohner Seherons? Ich erinnere mich an Sornenkarl. Er hat in dünnes Brot gewickelte Fische verkauft. Er war nett. Ich habe mich jeden Morgen mit ihm unterhalten. Eines Tages habe ich ihn nach seinen Rückenschmerzen gefragt. Er war nervös und hat versucht, mir mit seinen Augen irgendetwas mitzuteilen. Plötzlich haben seine Gehilfen Messer gezogen und meinen Trupp angegriffen. Die Rebellen hatten ihn gezwungen, mein Essen zu vergiften. Und dann? Ich hatte gesehen, wie nervös er war. Und ich hatte nichts gegessen. Ein paar meiner Jungs hatten nicht so viel Glück. Wir haben die Rebellen getötet. Zwei meiner Männer sind an dem Gift gestorben. Ein weiterer durch Stichwunden. Mein Freund mit den Fischröllchen starb mit einem Messer in der Kehle. Es war ein Gemetzel. Er ist zwischen die Fronten geraten. So ist die Lage für die ursprünglichen Bewohner Seherons. Bis später, Bull. Puh, ihr schafft. Mit euch zu reden, Boss. Dadurch haben wir ein paar Codex-Einträge freigeschaltet, für was auch immer die gut sind. Hey, diese rothaarige Elfin, die die Brötchen backt, ist sie noch zu haben? Ich glaube nämlich, sie mag mich. Nee, ich wollte ihn auf das... Ihr meintet doch, wir sollten mal einen trinken und uns mit euren Leuten treffen. Richtig. Na kommt, das wird lustig. Ja. Und? Wo, wie? Wie geht es euch? Ihr meintet doch, wir sollten mal einen trinken und uns mit euren Leuten treffen. Richtig. Na kommt, das wird lustig. Ja gut. Ich hatte doch noch irgendwas anderes vor... Ach ja, genau. Zu dem Kartentisch. Was? Brüllende Nadelkissen reifen für unsere Schwerter. Denkst du, das wird so einfach? Ich hab nicht gesagt. Ja, da bin ich wohl zu spät gekommen. So. Irgendjemand hat einen ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt. Beim Abbauer, jetzt riecht es überall danach. Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat.
Ist mir eine Ehre, Inquisitor. Gazi Stuarhold. Hab an den Mauern gearbeitet und jetzt an dieser seltsamen Sammlung, die ihr uns gebracht habt. Keine Ahnung, ob es den Kämpfen standhält, aber es ist eine solide Arbeit. Welche Erfahrung habt ihr? Was sind das für Fliesen? Was bedeutet das? Welche Bedeutung hat das? Kennt ihr die Geschichten, die diese Fliesen darstellen sollen? Ich sag euch was. Bringt eine zu Ende und ich schreibe sie auf. Wer, wenn nicht ihr, oder? Eine gute Zwergenperspektive. Wisst ihr, woher diese Reliefe stammen? Tevinter, Frühzeit. Das sieht man an den Werkzeugspuren der Körnung. Das ist Hartstaub aus den 100 Säulen, wenn ihr mich fragt. Oh, und außerdem scheint die Szene voller Tevinter-Roben zu sein. Die 100 Säulen? Üble Dinge. Riesige Säulen, die nicht aus Stein sind. Eher wie Mörtel. Mehr weiß ich auch nicht. Aber sie sind robust. Wo habt ihr eure Fähigkeiten erlernt? Orsamar. Hab seinerzeit ein paar Statuen gemeißelt. Und bevor ihr fragt, ja, ich bin freiwillig gegangen. Immerhin hatte ich einen Paragon modelliert, die sich als verrückte Irre erwies. Ich habe den Anblick einfach nicht mehr ertragen. Das Gedächtnis eines Zwerges, versteht ihr? Bis zum nächsten Mal. Beste Adern, Inquisitor. Oh Mann. Womit kann ich dienen? Ich hätte da eine Frage. Erzählen wir von Corypheus. Reden wir von Roten Lyrium. Puh. Man sieht sich. Alles interessante Fragen, aber... Ach, hier wurde schon aufgeräumt. Ah ja. Arbeitsbericht Tod auf der Mauer. Hier wurde ja schon aufgeräumt und eingerichtet. Aha. Noch eine Notiz. Und ein schöner Thron setzen. Nein, jetzt nicht. Aber schön ist es geworden. Ach, das. Das ist neu. Hier sind wir bis jetzt nicht reingekommen. Haupthalle. Ich wollte eigentlich zu den Kartentisch. Und dachte, das wäre die letzte Tür hier. Aber dann war das hier. Hat mich schon gewundert, dass das so lange lädt. Ja, ich habe einen Inquisitionsboni. Was haben wir denn? Mehr Tränke gleichzeitig. Ja, es eigentlich finde ich das nicht schlecht.
Was ist denn dieses Fokus eigentlich? Zusätzlich kann jetzt die zweite Stufe des Fokuseffekts für Fähigkeiten ausgelöst werden. Ich glaube, das hört sich ganz gut an. Dann nehmen wir das. Jo. So. Der Aal von Redcliffe. Da, 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 da. In der Mine hatte sich Banditen. Da, da, Belohnung Obsidian. 10 Stück. Suche nach dem Schreiberlink. Neuer Einsatz freigeschaltet. Knallhart in der Oberstadt. Unerfreundliche Parallele. Okay. Und hier. Ein Denkmal für Heben. Bitte bestell den Gesinn meine besten Grüße. Belohnung. Schicker Dolchgriff. Und hier. Bericht über Aktivitäten der Dunkle Brut. Es gab einige heikle Situationen, aber wir konnten herausfinden, wo an der Sturmküste die Dunkle Brut aus der Tiefe kommt. Okay. Schön. Dann. Was machen wir jetzt? Geld. Spezialisierung für den Inquisitor. Das hört sich gut an. Belohnung erhalten. Wir haben die Besten der Besten hier versammelt. Das Training. Diesen Spezialisten. Gut. Sehr gut. Osamas Freundschaft erringen. Knallhart in der Oberstadt. Geschlossen. Verfügbare Ressourcen der Hinterlande. Ressourcen des Pfahlbruchs. Geschlossen. Schloss Redcliffe erkunden. Dann wollen wir doch mal sehen. Wir haben eine Nachricht aus Osama erhalten. Im Wissen, dass uralte dunkle Bluttäter bedroht. Ja. Fangen wir an. Guck hier nochmal rein. Okay. Nun denn. Knallhart in der Oberstadt. Was ist denn jetzt passiert? Aha. Was war das? Sind die Gerichte in Royaux brechend voll.
Ablenkung, wohin man auch sieht. Niemand hat Zeit für angemessene Argumente. Ein Land braucht Gesetze. Oder es gilt das Gesetz der Straße. Ich weiß. Was ist denn hier passiert? Vielleicht sollte ich mich setzen in meinen neuen Thron. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist einer Anführerin wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Und über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Das heißt also, dass noch mehr Leben in meiner Hand liegen. Während sich andere aus der Verantwortung stehlen, seid ihr ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit, Inquisitor. Das alles muss jedoch nicht blutig enden. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Fangen wir an. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Ach wir so. Werden ihn dann vor euch führen. Mhm. Na gut, probieren wir es aus. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen fanden wir diesen Mann, wie er die Feste angriff, mit einer Ziege. Was? Häuptling Morven, der Niederträchtige. Er fühlt sich beleidigt, weil seine Avar-Brüder getötet wurden, nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten. Was sollen wir mit ihm machen? Wohin wollt ihr ihn schicken? Um uns von seinem Gestank zu befreien. Ihr seid weiterhin eine Gefahr. Mit einer Ziege muss ich über jeden Mist urteilen. Seid ihr weiterhin eine Gefahr? Ihr wolltet den Tod eures Clans rächen mit einer Ziege? Ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet, also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terraner töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. Was? Kassins Thron erhalten. Vertreibt sie von meinem Land. Er kommt in den Galgenkäfig. Er geht bewaffnet nach Tevinter. Er treibt sie von meinem Land. Ich hätte ihn einfach befreit und gut ist. Wir sind quitt. Das heißt, ihn als Soldat nach Tevinter zu schicken, oder? Vertreibt sie von meinem Land, finde ich unnötig, und den Galgenkäfig auf keinen Fall. Vertreibt sie von meinem Land. Er geht bewaffnet nach Tevinter. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen, meine verbliebenen Söhne haben den Verstand noch in ihrem Kopf. Ich habe keine Zeit für Schwachköpfe. Bringen wir es hinter uns. Häuptling Morven, aufgrund eurer Verbrechen und so weiter und so fort, ihr und eure Leute verschwindet gefälligst.
Ihr werft uns raus? Ganz wie ihr meint. Viel Spaß mit wem auch immer wir zurückwerfen. Auf den Thron kann man nur falsch liegen. Gefundene Throne. Wenn ich mich jetzt hinsetze, kommt dann der nächste Fall. Hauptmann Denham, Inquisitor. Er tritt wegen seiner Verbrechen in Diensten des Lordsuchers bei Theronfalls Schanze vor euch. Ich kannte einige der Ritter, die dort gestorben sind, und habe darum gebeten, seiner Verurteilung beiwohnen zu dürfen. Denham wusste um die Gefahren des Roten Lyriums. Er hat den Großmarschall ermordet und seine Brüder und Schwestern verderbt. Das bleibt nicht ungestraft. Letztes Mal war er wahnsinnig. Sie werden gerecht werden. Was? Denham wurde um die Gefahren des Roten Lyriums. Hat Großmarschall ermordet und seine Brüder und Schwestern verderbt. Ja. Ich erinnere mich noch gut an seine Verbrechen. Sie werden nicht ungestraft bleiben. Ich habe nur getan, was mir befohlen wurde. Wir haben alles gefunden. Den Leichnam des Großmarschalls und sogar Dokumente, die beweisen, dass ihr die Gefahren des Roten Lyriums kanntet. Eine höhere Macht wandelt auf dieser Welt. Und natürlich war ich nicht so dumm, mich hier zu widersetzen. Keiner von euch hätte das getan. Ich verlange Gerechtigkeit. Er wird traditionsgemäß verbannt. Er wird dafür sterben. Die Templer sollen urteilen. Was heißt denn das? Wieso ist denn dieses Buch traditionsgemäß verbannt? Templer urteilen, das wird... Er wird dafür sterben. Na komm. Nicht ich habe unter euren Taten gelitten, sondern eure Ritter im Templerorden. Lasst die verbliebenen Templer über den Mann urteilen, der ihnen all das angetan hat. Sie werden mich zum Tode verurteilen. Das dürfen sie nicht. Nicht nach allem, was ich durchgemacht habe. Oje, oje. Das ist ja schwieriger als gedacht. Genau, diese unerledigte Geschäfte gucke ich mir mal an. Was heißt, was steht denn hier? Befallen für die erste Verzauberin, finde. In den Westgraten ein Buch. Ach so, das. Und hier besiege Leo aus der Lucienbucht. Ach, da. Gehen wir mal dahin. Mit Varric, mit Cassandra und mit Solas. Genau, mit Cassandra, weil das, ich glaube, das war auch ihr Wunsch, dass sie dabei ist. Das war ja die Aufgabe kam von ihr und sie wollte, glaube ich, dabei sein. Genau. Und ich bin schon ein bisschen müde. Mich machen diese lange Dialogpassagen so müde manchmal. Oder mal oft, sagen wir mal oft. So, genau, sagen wir, wie es ist. Die sind auch ganz schön, aber ja, es ist mir manchmal zu viel. Und zu viel Passivität einfach, ne?
Was erwartet uns denn hier? Da ist einer dieser Templer. Ja. Ganz genau. Tod. Oh, das ging aber schnell. Dekoratives Ebelstein. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste. Aber zumindest ist es erledigt. Alles nehmen. Die Tyrda-Strahlaxt. Schwerrüstung. Ach ja, ich habe ja jede Menge Zeugs gefunden. Sind wir denn hier? Aha, aha. Warte mal, da ist Norden, dann ist hier Westen. Gibt es nämlich so ein Stückchen auf der Karte, die noch nicht aufgedeckt war. Genau. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Obwohl ich glaube, dieser Tempel oder was das war. Hatte ich schon ausgeräumt. Ich gucke noch mal genauer. Ach ja, seht ihr? Da ist noch was zu plündern. Eine Axt. Okay. Und als nächstes, da war ich ja noch gar nicht. War ich auch noch gar nicht. Die Westkrate habe ich auch noch gar nicht besucht. Na gut, dann gehen wir hier zum nächsten. Drei neue Gebiete. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich bin gespannt, wo wir hier rauskommen. Aber gerade waren die Gegner Stufe 7. Anscheinend hätte ich da schon viel eher hin sollen. Ich bin Stufe 13 und meine Begleiter Stufe 12. Fast das Doppelte. Inquisitor. Sperrin Harding. Wir stehen vor Sania. Das ist alles, was von der Stadt übrig ist. Wer Glück hatte, ist rausgekommen, bevor der Fluss gefroren ist. Und der Rest? Eingepfercht zwischen Rissen ins Nichts und roten Templern. Wir sind die ersten freundlichen Gesichter, die sie seit langer Zeit sehen.
Wisst ihr, warum die Roten Templer hier sind? Schwer zu sagen. Die Templer haben überall in den Hügeln Vorposten. Unsere Späher sind nicht durchgekommen. Es hat aber vermutlich etwas mit dem hiesigen Steinbruch zu tun. Es sind viele Arbeiter verschwunden, seit die Roten Templer hier sind. Wie konnte ein ganzer Fluss so schnell zufrieren? Es ist sehr schnell sehr kalt geworden. Sania verschifft alles über den Fluss. Waren, Lebensmittel. Damit hatte niemand gerechnet. Er scheint zu frieren. Das ist schön. Die Rote Templer müssen weg. Ich bin die Rettung, was? Ich rede mit den Stadtleuten. Ja. Ich sollte mit den Stadtleuten reden. Mal sehen, was sie mir erzählen können. Ich bin sicher, das wird sie freuen. Die Roten Templer greifen immer wieder an. Sie wollen den Prince du Lyon einnehmen, unbedingt. Wir sollten da rausgehen und es ihnen wieder wegnehmen. Ein Schneegebiet. Le Plus du Lyon oder so. Ähnlich. Wo sind wir denn hier? Lager? Es gibt Neuigkeiten, Sir. Okay. Lass mal hören. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Was denn? Feuerstellenbeschaffungen, Silberried. Ja, okay. Guck mal hier drauf. Ach, guck mal. Bodenoase herstellen. Okay. Dieses Rasten habe ich auch noch nicht verstanden. Tränke ausrüsten. Alles. Alles in Butter. Emprise du Lyon. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Was? Das ist ein Ausrufezeichen. Oh, wie konntest du ihn nur fallen lassen? Törichtes, tollpatschiges Ding. Mama hat dir den Ring anvertraut, als sie starb. Jetzt werden die Templer ihn kriegen. Die Templer sind... Was? Heuchliche Flüche. Was? Den Ring finden, dummes Mädchen. Ich hab doch halt. Hab ich nicht den Ring gefunden? Moment. Hier, Mamas Ring. Finde Mamas Ring. Ach so. Nee. Erstmal. Nein, das. Ich habe ihn fallen lassen. Er ist weg. Ja, ich kümmere mich schon darum. Aber erstmal wollte ich. Was ist denn hier los? Erstmal kümmere ich mich darum, wofür ich hier hingekommen bin. Michel de Chevin, zu euren Diensten, euer Knabe. Ich habe aus der Ferne. Lebt wohl, Inquisitor. Was? Na, was wollte er mir denn sagen? Moment, ich spreche den mal an. Im Moment gibt es keinerlei Anzeichen von Schwierigkeiten. Seid ihr hier, um die Leute zu beschützen? Ich tue mein Möglichstes, auch wenn das nicht mein ursprüngliches Vorhaben war. Ich jage einen Dämon. Er nennt sich selbst Imshael und hat sich in der Suledin-Feste oben in den Hügeln niedergelassen. Imshael ist frei, weil ich einen Fehler beging. Also werde ich auch dafür sorgen, dass er vernichtet wird. Und jetzt, da die Inquisition hier ist, können die Roten Templer, die die Feste bewachen, vielleicht besiegt werden. Alles, was ich brauche, ist eine einzige Chance. Ich muss mehr über Imshael erfahren. Er ist ein Dämon der Wollust, verschlagener als irgendein anderes Geschöpf, dem ich je begegnet bin. Und ich habe das Spiel gespielt. Imshael durchstreift das Land nun schon seit geraumer Zeit. Wenn überhaupt, hat seine Macht nur noch zugenommen.
Warum er allerdings hier in Emprise du Lion ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht hat er sich die Unterstützung der Roten Templer gesichert oder sie sich die seine. Was ist in der Suledin-Feste? Rote Templer, soweit ich es sagen kann. Suledin ist eine Elfenfestung, die dem Verfall überlassen wurde. Die Einheimischen haben sich immer von ihr ferngehalten. Sie glauben, sie würde von den Geistern uralter Elfen heimgesucht. Ihr wisst, wo der Dämon ist. Worauf wartet ihr dann noch? Ich bin nur ein Mann. Und die Suledin-Feste wird von Roten Templern bewacht. Ich würde ohne zu zögern mein Leben geben, um diese Sache zu Ende zu bringen. Aber ich will nicht sinnlos sterben. Ihr seid kein einfacher orlesianischer Soldat, nicht wahr? Nein, ich war einst Kaiserin Selens Streiter. Aber jetzt bin ich entehrt. Die Kaiserin will nichts mit mir zu tun haben und ich kann es ihr nicht verdenken. Doch genug davon. Ich habe trotz allem einen starken Arm, ein tapferes Herz und diene noch immer Orlais. Ihr könntet euch der Inquisition anschließen. Für starke Arme und tapfere Herzen haben wir immer Verwendung. Nein, nicht solange ihm Shael nicht besiegt ist. Aber dann. Oh. Schwarzer Wolf. Oh. Stufe 16. Hallo? Reicht. Stopp. Moment. Da. Blutstein. Ach so, da muss ich. Elfenblutfluss. Besteht die Gefahr, dass wir im Eis einbrechen und für alle Zeiten darunter gefangen sind? Ich hoffe nicht. Hier kann ich hoch. Okay. Vielleicht Reb. Oh, da ist ein Riss. Die Jagd. Moment. Ich will das haben. Hä? Ach, Holzschlag. Gut. Weniger! Komm her und kämpfe!
Wo ist er? Moment. Ach so, der Sandra. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste. Aber zumindest ist es erledigt. Ja. Die Zeit ist auch abgelaufen. Das ist auch traurig, dass es so weit kommen musste. Doppelkopfklinge, Dolch oder so. Ja, ich werde hier noch versuchen reinzukommen. Okay, ja, da muss ich mit jemand anderes hinkommen oder mit guten Werkzeugen. Gut, die Zeit ist leider um. Das heißt, ich muss hier einen Schnitt machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Sehr interessantes Gebiet, sehr interessant. Und sehr schön. Ja, Leute, dann macht's gut. Danke fürs Zugucken und bis bald.